wenn ihr darauf geachtet habt, es war ganz leicht abgeändert, das Musikstück. Waren ein paar kleine neue Nuancen dabei. So, Krokodilkessel, unsere Feuerwelt, Lavawelt und Lava Samba. Lava Samba ist unser erstes Level in dieser Welt. Meine Güte. Geht auch wieder flott voran, aber ich werde es jetzt nicht heute Abend durchbekommen, das Spiel. Das kann ich euch versprechen. Dafür ist es mir jetzt doch schon zu spät. Ich muss morgen früh raus. Also in einer Sitzung werde ich das jetzt nicht schaffen. Muss ja aber auch gar nicht sein. Den ersten Teil haben wir gestern erst. Habe ich heute erst beendet. Meine ich so. So, Duftdata. Runter mit dir, zack, zack. Ja, diese Krokodilköpfe sind ziemlich cool. Auf den grünen können wir einfach stehen. Auf den braunen, wie ihr seht, können wir uns hochschleudern lassen. So. Ich muss eins sagen, aus der klassischen Donkey Kong Trilogie ist Diddy so der Charakter, den ich am wenigsten mag. Ich finde Donkey Kong so klasse und Kitty Kong mag ich total und Dixie auch. Ich meine, ich habe auch absolut nichts gegen Diddy, ne? Aber irgendwie, ich finde im Vergleich zu den anderen Charakteren verblasst er irgendwie. Ne? Im ersten Teil ist er der Schwächling. Er ist flott, aber er ist schwach und hier kann er nicht fliegen. Naja, so sammle die Sterne, aber mit größtem Vergnügen. So, ja. Also ihr seht, es passt sich immer so ein bisschen dem Level auch an, ne? Dem Thema des Levels und dem, was man im Level so gelernt hat. Und das finde ich an diesen Bonusleveln so geil. Die machen einfach total viel Spaß. Die waren noch so nette, kleine, herausfordernde Abschnitte, ne? Und ich gucke einmal kurz den da hinten. Meine ich, was vergessen? Wow, fuck it! Ah, ja, jetzt sind wir auch mal gestorben. Habt ihr das auch mal miterlebt? Aber ich plane nicht, den Game-Over-Bildschirm zu sehen zu bekommen. Ich will jetzt einmal kurz probieren. So. Genau. So, einmal abstellen. Einmal das nehmen. Na gut. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt dafür, aber... So, das ist Squitter die Spinne, auch ein neuer Kamerad. Und er kann hier solche Netze schießen. Mit A, auf dem man schlägen kann. Das ist ziemlich praktisch. Und hier eben solche Geschosse abfeuern. Was auch scheiße praktisch ist. So. Ja, vernünftig zu steuern, der Kollege, soweit. Nein, scheiße! Oh, ey, was mache ich denn hier? Ich mache gerade totalen Mist. Wahrscheinlich bin ich viel zu müde. Für das alles hier. So, aber was soll ich machen? Ich kann nur abends aufnehmen, oder? Morgens mal. Es kommt immer drauf an, ne? Die man dann noch lustig ist. Ach ja, die Decaymans haben wir schon. Die sind dann hier mit so einem... Kann ich jetzt auch mal zeigen. Mit so einem Haken, ne? Abgehakt. So ein kleines nettes Häkchen. Ja, wir können immer nur zwei von diesen Geschossen auf einmal abfeuern übrigens. Mal gucken. Und doch drei. Nein, 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 bleib hier! Fuck. Ich glaube, da kann ich mich jetzt erstmal im Freitod stürzen. Also, heute fickt mich dieses Level. Sonst mache ich das ja in einem durch, ne? Aber jetzt kommt der Vorführeffekt zum Tragen, glaube ich. Meine Herren, so, komm. Nochmal ein paar Bananchen holen. Und weiter geht's. Mach ich auch nicht. Ja gut, also mit Leben wird man letzten Endes eh überschüttet hier. Ist insofern kein Problem. So. Ich überlege halt, wie die heißt. Die heißt nicht Klapptraps, aber das sind laut Anleitung zumindest die großen Brüder von den Klapptraps. So, ja, hier brauche ich ihn jetzt nämlich, ja. Jo, ja, und ihr seht, die Plattformen verschwinden auch recht flott wieder. Ich weiß gar nicht, was es dafür Muster gibt. Es liegt nicht an der Zeit. Es liegt auch an nichts anderem. Die verschwinden einfach, wie sie lustig sind. Jo, was heißt das? Natürlich, dass wir nach oben müssen. Ich weiß nicht, warum man da 20 Sekunden braucht. Ich finde es spannender, wenn man da 10 Sekunden Zeit hätte. Denn ohne Squitter kommt man da eh nicht ran. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon so ein kleines Secret nochmal gesehen, ne? Ja, ein paar Bananels. Banunen. Ja, und hier können wir uns jetzt anstatt der... Wow! Fuck! Das eine Ding wollte, glaube ich, gerade schon verschwinden. Ich weiß es aber nicht. Wow! So. Jo, und hier nochmal in dieses Fass hier rein. Schön. Ja, wir hätten auch diese Kanonenfässer eben nehmen können, aber wozu? Ne? Wozu? So, und jetzt einfach wieder den Weg aus Bananen folgen.
Wow, Vorsicht. Und wir haben schon 14 Creme-Münzen, um Gottes Willen. Und dieser Sound ist einfach geil. So, nur einen roten? Meine Güte. Jetzt können wir hier gucken. Ach, ja, Münzen und Bananen. Nehmen wir die Bananen, meinetwegen. Mir ist es relativ wurscht, was die wir bekommen. Das gibt's alles so oft. So, und jetzt meine ich... Ne, wir haben erst 14 Münzen. Clubbers Kiosk kann ich euch gleich mal zeigen. Zwängiges Goldkuba, ach komm, das überspringen wir jetzt auch. Ich hab's euch einmal gezeigt. Wenn ich Leben brauche, mache ich's. So, Böllergrube. Mit so ein bisschen Minenflair, ne, hier die Spitzhacke, das Dynamit. Und natürlich die fetten Kristalle. So. Aha, aha, ein Pfeil. Was heißt das für uns? Natürlich, rüber hier. Deswegen auch am Anfang, dass die Käfers, ne, wenn man Dixie nicht hat, kann man sie sich da holen. Finde die Münze. Okay. Ja, das sind jetzt so Fässer speziell für Didi und Dixie. Und hier brauchen wir Dixie, um hier diese Decay-Münze zu holen. So. Ne, und das ist übrigens eine Möglichkeit, wie man beide farbig bekommen kann. Was ich ziemlich lustig finde. Deswegen mache ich das jetzt mal. Weil ja, sonst ist halt immer einer so ein bisschen farblos, ne? Oh, Vorsicht, rein da. Ja, langsam wird's Zeit, ne? Ach ja, dann steuere ich mir wieder Didi. Ist auch lustig. Dann spart man sich Dixie für den Notfall auf, ne? Und hoch da, so, schön, genau. Aber was, da muss ich jetzt auch nicht ran. So, der hat jetzt gerade nichts gemacht, der würde aber eigentlich Kanonenkugeln schießen, wenn wir... Oder Fässer. Oder sonst was. Oh ja, sterbt. Haha, TNT-Fässer. Auch bekannt aus Funk und Fernsehen und aus dem ersten Teil. Oh, das K müssen wir uns natürlich noch holen. So, zack. Also diese Fässer mit den Pfeilen, die schießen uns, wie ihr seht, immer dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Uns das mal ansehen, so. Na, so kommt man dann da eben an dieses Dingens ran, ne? So, jetzt einmal gucken, dass wir die Zinger umgehen. So, haben wir auch geschafft, ne? Und jetzt hier lang. Ah, ihr seht, die Level sind also schon recht weitläufig, ne? Nicht ganz linear. Da muss man doch immer mal wieder ein bisschen drauf achten. Oh, scheiße. Ach, da ist nur das O. Ach, das kriege ich auch so. Warte mal. Zack. So. Ja, also in sicheren Tod stürzen die Kollegen ja meistens eher nicht, ne? Jetzt habe ich mir Dixie ausgewählt, na, meinetwegen. So, stirb, Zinger. Und rüber und rüber. Und nochmal... Hier rüber, genau. So, schön. Ja, mal schauen. Ja, genau, ich meine... Ach, so kommt man auch dahin. Ich dachte, ich muss hier die kleinen Neckis benutzen. Finde die Münze, aber... Natürlich. So, hier gibt es nichts anderes. Okay, einfach nur hier den Kanonen folgen. Die man dann kann man einsammeln, muss man aber nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Nervt nämlich nur. Ist unnütz. Kostet Zeit. Wertvolle Zeit, die man nicht hat. 16 Münzen haben wir schon mal, dann kann ich euch gleich mal Clubbers Kiosk zeigen. Wenn wir das hier beendet haben. Und zack, und zack. So. Und hier lang, hier lang. Oh shit, okay. Und hier lang, hier lang. Jo. Hier rüber. Nee. Ach jo, hier das N. Mal gucken, ob wir den, jo, so kriegen wir ihn da rein. Weil da muss man immer so ein bisschen tricksen auch noch mit dem Partner-Move. Aber das hier ist natürlich jetzt die Möglichkeit, beide dunkel zu kriegen. Haha. Das geht so rum nämlich auch. So ein kleiner, netter, grafischer Glitch. Den ich persönlich immer sehr lustig finde. Aber jetzt muss ich da, glaube ich, rüber. Ach so. Da hätte man eigentlich warten müssen, dass der schießt, dass man auf dahin springt, wo die Banane ist, ne? Aber wir machen es einfach auf die richtige Art, auf die vernünftige Art. Auf die flotte Art. Zeitspannend, ne? So, 17 schon. Ich überlege gerade, wie viel es eigentlich gibt. Ich weiß es gerade nicht. 90? Könnten 90 sein. So, G haben wir auch bekommen. Und weiter geht's. So, jetzt mit dem hier. Springen.
Ich weiß gar nicht, ob man das großartig manipulieren kann, was man da bekommt. Keine Ahnung. Eigentlich dürfte es nicht geben. So genau, ich wollte euch ja Clovers Kiosk zeigen. Halt da, ich bin Clover, der Fürchterliche, der Grausame, der Unnachgiebige Clover. An mir kommt ihr nur vorbei, wenn ihr Bares zu locker macht. 15 Kremmünzen kostet euch die ganze Sache und wollt ihr nicht zahlen, werde ich euch davonjagen. Ja, die einzige Möglichkeit hier ist zu zahlen, ansonsten müssen wir das Level, also diesen Abschnitt hier verlassen. Wir zahlen unsere 15 Kremmünzen. Hier entlang, Freunde, ich habe die Brücke frisch poliert. Ja, und dafür kommen wir in das goldene Fass und ja, hier ist noch ein Affenmuseum und das hier ist die verlorene Welt. Hier auf diesem Punkt haben wir immer die Möglichkeit, zu der Welt, in der wir aktuell sind, zurückzukehren. Und hier ist unser erstes Level in der verlorenen Welt, der Dschungelzauber. In diesen Leveln, die übrigens immer relativ herausfordernd sind, es sind so die schwersten Level des Spiels, würde ich sagen. Teilweise zumindest. In diesen Leveln gibt es keine Kremmünz-Bonus-Level, sondern es gibt immer einen Bonusraum. Und in dem findet man die Decay-Münze am Ende. Ja, wir fangen einfach mal an, ne? Dschungelzauber. Genau. Ja, und diese Reifen gibt es nur hier. Jetzt laggt es gerade ein wenig. Und auf den können wir eben so richtig schön hoch springen. Das ist, wie ich finde, total cool. Aber ja, aber wie man auf diese Reifen drauf muss, ist manchmal, finde ich, ein bisschen seltsam. Aber im Großen und Ganzen eigentlich kein Problem. Wow. Also irgendwie laggt es gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Wow. Cutlass. Ja, die Gegner, die kommen eigentlich halt auch erst ein bisschen später vor. Die hier auch erst am St. Nimmerleins-Tag eigentlich. Wow, fuck. So. Kommt da auch noch was? Nee, dann lassen wir die Münze Münze sein. Genau, rüber hier, zack. Und rauf hier, rauf hier. Nicht rauf hier. Nee, man, hier geht's, yo. Denn hier, ne, werden noch Träume geboren. Der Bonusraum, meine Damen und Herren. Der Bonusraum. Mach alle Gegner fertig. Ja, aber mit größter Freude. Ja, hier braucht man eben seinen Partner, ne? Hier hoch, da hoch. Deswegen auch fast Decay faster, oder? Und wir haben die Decay-Münze bekommen. Haben wir erst 8 Glück? Ja doch, geht auf, meine ich. Wenn ich jetzt mal kurz alles überschlage im Kopf. Heißt, wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir überleben und ans Ende des Levels kommen. So. Zack, zack. Oh, fuck your ass. Das hat gerade wieder geleckt, wie scheiße. Ich weiß auch nicht, ob das an dem Level liegt. Frag mich nicht. Jo, jetzt kommen diese Fässer, die sich so scheiße schnell bewegen wie sonst was. Wow, Vorsicht. Ich dachte, man kommt dann da rauf. Oben auf so einen Reifen. Aber dem war dann wohl doch nicht so. Nein, nein, nein. Halt, halt, halt. So. Jetzt kommt einer. Und jetzt so. Genau. So. So. Sehr schön. Wow, fuck you. Oh, fickt euch. Da habe ich gerade 2 auf einmal besiegt. Auch cool. Und hier lang. So, das hier sind gelbe Varianten dieser grünen Fass-Kremlings und die ziehen uns Bananen ab, wenn sie uns treffen. Gibt es auch in anderen Farben. Ich überlege gerade, in was alles. In roten, meine ich, und in schwarz. Ich meine, die roten, die verletzen uns richtig stark, also so, dass der Affe dann abhauen muss. Und ich meine, die schwarzen ziehen uns Leben ab. So, das G finden wir hier. 1, 2, 3, 4. Yo, haben wir noch gekriegt. Oh yeah. Move to the Monkey Rap. Jo, die Monkey Rap, das ist ja echt aus Donkey Kong. Aus Donkey Kong 64 ist das. Ich habe das, glaube ich, einmal durchgespielt. Hat es mir mal ausgeliehen. Ja, auch hier alles Gold. Ja, dann auf zur Lava-Lagune, würde ich sagen, ne? Jo, alles klar, weiter geht's. Lava-Lagune. Ich überlege, ich meine auch, ja doch, hier müsste eigentlich das Wasser auch. So, das hier ist Klepper, der Seehund, ein weiterer tierischer Freund. Und den gibt es nur in ganz wenigen Leveln. Zum Beispiel hier, und der hat nur einen Nutzen, wir müssen draufspringen und dann
kühlt er die Flüssigkeit im Level ab. Hey. Das ist geil, ne? Ich glaube, hier werde ich das erste Mal was zweimal machen müssen. Also das Level meine ich jetzt. So in Gänze. Werde ich wahrscheinlich zweimal machen müssen. Ne, da hinten ist doch das K. Wie komme ich ran? Wow. Das war knapp. Man hat hier immer, ja, so diesen kurzen Moment, bis es jetzt richtig rot leuchtet, wie hier, ne? Bis dann habe ich Zeit. Aber dann muss ich aus dem Wasser raus sein müssen.